Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallo. Oh, mein Fahrrad ist hier an der Händlerkiste. Nee, warte, ist Ach, nicht. Ist nicht, ist nicht. Habe ich mich verguckt. Hä? Hä? Habe ich schon eingesteckt? Ach so. Ja, das ergibt Sinn. Ich habe nur ein bisschen Kopfschmerzen. So, einerseits müssen wir für den Blutmond vorbereiten. Andererseits müssten wir eigentlich auch noch, oder ich zumindest, looten gehen, damit wir ein bisschen Munition noch kriegen. Weil die sieht aktuell sehr mau aus. Also wir können 250 Pfeile noch herstellen, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Ja. Ach, ich stratz mal los, ne? Was soll denn hier im Dunkeln passieren? So eine friedliche Gegend hier. Wir leben ja ländlich, ne? Ja, ich baue mal die Seite hier ab. Ja. Vielleicht kriege ich das ja fertig. So, ich fahre jetzt einfach mal hier mit dem Fahrrad ein bisschen durch die City. Gucken, wo waren wir noch nicht? Oh, wir waren ja schon fast überall. Mhm. Oh. Also die Stadt habe ich schon fast offen. Mhm. Gammelfleisch ist sehr gut. Oh, noch mehr Gammelfleisch. Hä? Ja, ich bin unterwegs schon. Nee, ich meine mich gerade, aber nicht doof, so. Oh, praktisch. Da wartet jemand auf den Bus. Ah, ich habe mit dem Fahrrad abgeholt. Und ein Bus. Ach, nein, ach ja. Was denn nun? Ja, nein, ja, ich blute gerade dezent. Ich weiß nicht, kann ich schon anhalten? Ja. Aha. Habe ich einen Verband? Nein. war hier geht ja schon wieder gut los hier, ey. Ich hab hier die Amateure. Okay, ja, ich hab's ja überlebt. Polizeiauto ist verschlossen. Ich habe jetzt keine Dietriche, ne? Mhm. Piept das nicht wieder? Also jault das ja nicht wieder? Wir haben es ja letztes Mal aufgeschlagen. Ich hoffe, dass wenn ich die, ach da! Ich hoffe, dass wenn ich den aufknacke mit dem Dietrich, dass die Alarmanlage dann nicht losgeht. Der Dietrich. Was ich halt so ein bisschen vergessen habe, ist, nachts sind die Zombies ja schneller. Vergisst du jedes Mal. Das kann nicht sein. Nimm mir einmal. So, Jasmin, im Kreisverkehr muss man immer einmal im Kreis fahren. War doch so nicht, oder? Mhm. Ah, verdammt, falsche Spur. Warte, hier darf ich rüber, gestrichelte Linie. Oh, falsche Ausfahrt, ich fahre hier weiter. Da komme ich, glaube ich, her. Wo fährst du denn hin? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe gerade die Orientierung verloren. Oh. Geht das während der... Oh, cool. Ich glaube, ich könnte hier richtig sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Ich habe so leicht die Orientierung verloren. War ich denn hier lang? Wo bin ich denn? Ach, hier unten. Ah, nee, ich fahre vollkommen in die falsche Richtung. Also genau entgegengesetzt von dem, wo ich hin wollte. Hm. Aber dafür habe ich noch mal ein paar Federn hier erspäht. Ah, das ist doch doof hier, ey. Das dauert ja ewig. Die drei Federn haben meine liebreizenden Augen erblickt. Haben sie es erblickt? Ich habe den Durchblick. Ich trage eine Brille. Eine Glücksbrille. Zombie links. Hm. Ich fahr mal hier lang. Ja. Jetzt vielleicht nach links. War ich hier nicht schon mal? Ja, hier war ich auch schon. Oh. Ah, so groß ist die Stadt gar nicht. Moin. Nee. Man kennt sich, ne?
Ja. Da war die betrunkene Bertha. Oder Bertha? Nennen wir sie Bertha. Die kam schon wieder vom Passing Guest. Die hatte hier an der Tankstelle wieder dieses Dosenbier reingeknöbert. Dosenbier. Die torkelt jetzt hier nachts wieder nach Hause zu Harald. Der wird wieder ausflippen. Ah, Harry. Harry. Harald Brot. Meinst du, der ursprüngliche Gründer von Harry Brot hieß vielleicht Scheiße? Hieß vielleicht Scheiße? Weiß ich nicht. Mag sein. Hab keinen Zusammenhang, aber passt. Ja. Mein Name ist Scheiße und ich gründe jetzt eine Brotfirma. Ne, meinst du, der hieß vielleicht Harald und deswegen Harry Brot? Vielleicht heißt er auch Harry. Ach nein, das ist ein Nickname. Nickname? Bei ICQ oder was? Ein Spitzname auf Knuddels. Jetzt wird das Niveau aber ganz schön tief. Was gab's noch? Mein VZ? Na, wer niveauvolles Gameplay sehen will, der ist hier ein bisschen falsch, ne? Was es nicht alles gab, ey. Mein VZ habe ich nie gehabt. Ja, nee? Nee. StudiVZ hatte ich nicht, aber mein VZ hatte ich auch. Es gab doch auch mal SchülerVZ. War das nicht irgendwie so, du konntest nicht einfach eintreten, du musstest eingeladen werden? Ich glaube, das ist ja auch StudienVZ gab es, glaube ich, auch. Was war denn für Studierende? Keine Ahnung. Mein VZ hatte ich. ICQ. Ich hatte mein MV. Aber ICQ hatte, glaube ich, früher jeder. In Berlin. Aha. Ja, ICQ hatte jeder. Dieses virenverschleuderte Programm, wo... Das war ja nicht mein PC. Das war immer so dumm. Du hast ICQ, hast die runtergeladen, eine Woche später konntest du den Rechner wegschmeißen. War ja nicht mein PC, immer noch. Wollen ja Mamas und Papas PC. Jo. Nee, ich hatte meinen eigenen. Nee. Ich hatte auch einen, aber ohne Internet. Mit Windows. Habe ich festgestellt, war ganz schön scheiße. Mit Windows 98. Ja, bei uns war halt das Doofe war, ich konnte prinzipiell ins Internet, aber immer nur temporär, weil wenn irgendwer telefonieren musste, musste ich aus dem Internet raus, weil sonst ging das nicht, weil die Leitung belegt war. Genau, das hat mir auch. Hat der Router noch so komische Geräusche gemacht. Ja, geil. Ey. Dann bist du irgendwann umgeschwenkt auf AOL, glaube ich, war das? Ja. Da hattest du zum ersten Mal schnelles Internet. In Anführungszeichen. Aber war die beste Zeit, ey. Aber im Vergleich, also zu dem, was es damals noch so gab, war es denn doch schon recht schnell, ne? War geilste Zeit ever. Hier war doch gerade ein Hühnchen. Ich will nicht tauschen mit der Jugend heute. Oh, doch. Nee. Überleg mal, was du für ein Schulleben alleine hast. Jeden Freitag. Ja, ich sitze auf der Straße und kleb mich fest. Geil. Ja, das ist ja deine Entscheidung, ne? Das macht ja nicht jeder. Aber überleg doch mal, jeden Freitag schulfrei, ne? Ja, ja. Über zwei Jahre. Zum Wohle des Klimas schwänzt du die Schule. Ja, ja. So. Dann kommt Corona. Scheiße, wenn du jetzt Jugendlicher bist und Party machen willst, aber 2 Jahre keine Schule. Mehr oder weniger. Und dann steigst du ins Berufsleben ein. Ist das nicht toll? Hast noch nichts wirklich im Kopf, aber darfst schon arbeiten gehen. Wir gehen ja nicht arbeiten, das ist es ja. Es ist jetzt verallgemeinert. Das ist meine Meinung. Nee. Gibt genug Beispiele. Nee. Okay. Es gibt ja auch genug Beispiele, dass es andersrum ist. Ob die natürlich zu gebrauchen sind. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dieses, die Jugend ist nicht zum Arbeiten nicht zu gebrauchen und sowas, ne? Ich glaube, das ist so eine Thematik, die wird von Generation zu Generation einfach nur weitergegeben. Naja, also, aber das sagen, die sind ja nicht mehr belastbar. Die gibt ja, das. Aber das sagen die Alten über, oder die Älteren, die haben das über uns damals gesagt. Die noch Älteren haben das über die damals gesagt. Na, aber guck dir das so mal an heute. Nee, das ist so ein traditionelles Ding. Mein
Schau. Puh. Ach du. Habe ich einen Verband? Kann ich einen machen? Nachtkirscher, Band 7. Geil, habe ich gelernt. Jetzt bin ich schlau und sterbe. Stimmt's wenigstens nicht dumm. Ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ah, ich habe doch hier Aloe Vera Creme. Oh. Also, du bist dumm. Nee. Guck mal, wie schlau ich bin. Mir ist das in den Kopf geschossen. Wie ein Blitz. Oh, da haben wir noch ein bisschen Gammelfleisch. Gottes Willen. Das ist ja genauso gruselig, wie wenn du in der Küche stehst. Ey, vorsichtig, ja? Hallo? Jo, was haben wir denn hier? Das ist für dich. Das nehme ich mit. Hier Blaubeeren. Die könnte ich gleich mal wegspeisen. Ah, wie soll ich dir jetzt so Halsschmerzen, ey? Nahrung 1. Oh. Die sättigen richtig, Jasmin. Kann mir kein Veganer mehr erzählen, dass du überhaupt mal satt wird. Und pass auf, jetzt vergleichen wir das mal hier mit einer Lammration. Ja, Fleisch. Nahrung 15. Das macht satt. Oh, das war gut. Ich habe an deinem Spielzeug mal die Tür aufgelassen, ne? An meinem Spielzeug? Ja, deine Konkurrenz. Hä? Der Geschirrspüler. Bist du wieder lustig heute? Nein, er hat mich gehört. Oh Gott, Alter, der Fette ist einfach durch die Tür gerannt. Na, 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 na? Der körperlich etwas schwerer belastete Typ ist einfach durch die Tür gerannt. Oh, hier kriegt er mich nie. Das war jetzt aber so 10 von 10. Was hast du vor? Ich bin runtergerutscht. Ich bin in den Hocker gegangen. Ich häng fest. Haha! Du hältst mich nie auf, Captain Hook. Okay, das habe ich unterschätzt. Wiggle wiggle. Oh, schade, geht nicht mehr. Er hat Bauchtanz für mich gemacht. Spiele orientalische Musik. Alexa, spiele orientalische Musik. Ich will gleich, dass wir eine haben. Nee, aber vielleicht hat da einer der Zuschauer Lautsprecherboxen an. Oh, wieder Schrott. Ein kleiner Streich am Rande. Es wäre natürlich lustig. Ich würde gerne im Radio arbeiten. Oh Gott, bloß nicht. Das wäre doch lustig. Oh, ich habe Filzsporen. Sehr schön. Neset. Eisenschuhe Stufe 1, aber nur. Oh Gott. Alles gut, sie ist tot. Das war's hier schon. Nee, im Keller war hier doch auch noch, ne? Lassen können, ey. Ja. Musik. Au. Hä? Ah, der war unter der Treppe. Musik. Au. Hä? Ja, ich bin die Treppe hochgelaufen und habe eine verpasst gekriegt. Da war einer drunter. Der hat einfach deine, durch die... Gesundheit sieht aber nicht so toll aus. Durch die Stufen. Ah, klar. Die ist top. Nein, ich will keine Versicherung. Keine Falle.
Gott, du bist ja hier draußen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, sie ist hinterm Auto. Oh, oh, das sehe ich ja jetzt erst. Aber ich aber auch noch nicht. Bitte lächeln. Oh, cool. Ein bisschen Müll. Scheiße. Scheiße. Ein Hoch auf meine Ausdauer. Ich glaube, du stirbst da. Es liegt im Bereich des Möglichen. Wo ist mein Fahrrad? Huh. Oh. Ja, das Problem ist, ich habe Hunger, Durst, keine Ausdauer. Da fällt mir das ein bisschen schwierig zu laufen, auf längere Sicht gesehen. Habe ich noch irgendwas zu essen hier? Trübes Wasser könnte ich trinken. Ja, die nächste Action ist im Keller, aber mit der Gesundheit, die ich jetzt aktuell habe. Oh, das ist aber nicht schön. Ich war die ganze Zeit der Meinung, dass ich noch eine Schrotflinte habe. Habe ich auch. Aber? Keine Munition. Hm. Wundert mich nicht. Wie können wir mich denn hochheilen? Ich habe kein Lumpen, also auch keine Verbände. Aloe Vera Creme, was brauchen wir dafür? Kann ich eh nicht machen. Ja, aber unten scheint guter Loot zu sein. Es hört sich an, als ob der oben rumschlägt. Ich brauche unbedingt anderes Werkzeug, ey. War doch gut. Hm. Da müsste ich tatsächlich runtergehen, Jasmin. Hm. Ich habe nur Angst, dass der mich wieder durch die Treppe. Ah, da! Was? Im Leben nicht. Was ist denn so? Der hat mir eine verpasst und ich habe über ihn rübergeschlagen. Was? Echt jetzt? So, das haben wir gehört. Nicht dein Ernst, Patrick. Bringt mir das jetzt noch was, wenn ich hier runterschleiche? Hier keiner mehr. Ja, zweimal Farbe, das ist wichtig. Hm. Wow. Ja, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, ne? Sag warum ich immer. Nicht? Ja, das flash mich nochmal, ne? Als wäre es das erste Mal, aber. Oh Mann, ist ja doof. Mag der alte Förster. Okay, ich habe zumindest schon mal ein paar Lumpen. Du Lumpen. Ein Heizkörper. Haben die von draußen Aggro auf mich? Wo sind die denn?
Oh Gott. Das hört sich an, als wären es ein paar mehr. Möglicherweise habe ich den Zugang gefunden. Den Zugang? Das ist eine Treppe. Oh nein. Nein! Nein. Oh. Nein, und er ist gleich tot. Ich bin runtergefallen. Und tot. Okay. Genau, er stolpert die Treppe hoch, damit er schneller ist als ich. Also langsam, so langsam geht's hier aber los, oder? Was ist das für ein Haus? Ich bin mir nicht sicher, ob das sicher ist, hier zu sein. Hier ist ein Gasleck im Rohr und es brennt. Ja, geil. Oh, Gammelfleisch. Und ein Rucksack. Mit einem... Das bringe ich dir mit. So. Was kann ich denn machen, damit das Gasleck nicht mehr brennt? So ein Stück Rohr abbauen, reicht das? Meinst du nicht, dass du deine Luft fliegst? Keine Ahnung, mal austesten, ne? Ja, mach mal, du hast ja eh kaum noch... Ja, ja. Wenn es erstmal weggeknallt ist, das merkst du gar nicht. Nee, no risk, no fun, ey. Das burnt immer noch. Ich nehme das nächste Stück Rohr weg. Hier kommt eigentlich kommt gar kein Gas mehr nach, aber... Okay. Nein. Warum? Also ich kann das brennende Gasrohr nicht abbauen. Brennst? Du? Ja, denn, ja, wird mir ganz warm ums Herz. Ah, endlich mal. Ja. Ich habe die Möglichkeit, mich hier durchzuprügeln. Jo, 500, das geht doch. Ich meine, was muss dahinter sein, dass es mit Feuer versperrt wird? Das war eine ganz gute Idee von mir, dass ich das Feuer hab stehen lassen. Geil. Dahinter hätte mich sonst eine böse Überraschung überrascht. Ja, was denn? Zombies. Ich bin noch nicht da. Zombies. Und die sind jetzt alle verbrannt? Nein, die habe ich natürlich alle kaputt geschlagen. Hm. Es sind Weicheier im Vergleich zu mir, ja. Ach so. Ja, ja. Das glaube ich dir sowieso nicht. Nicht? Nö. Warte mal. Wichtig, Schrotflinte nachladen. So. Drei Schüsschen haben wir jetzt. Schüsschen. Wie Süßchen. So, was haben wir denn hier noch? Ein Koffer. Oh, wird neblig hier. Die Kunst des Bergbaus. Oh, schade. Nö. Vitamine, sehr schön. Helfen mir nicht, aber... ja. Tag 12, Jasmin, das wird immer dichter enger zum Blutmond, ne? Mhm. Hier noch ein bisschen Holz. Klebeband, kann ich das mitnehmen? Können die Heidelbeersamen raus, ne, eigentlich? Oder... Pass auf, dann machen wir das anders. Ich kann doch hier noch da einmal Farbe rein. Oh, das sieht doch stylisch aus. Jetzt mache ich mir noch eine kackbraune Hose.
Geil. Absolutes Model. So, dann habe ich das Haus schon durch. Hier ist noch eine Garage. Die würde ich mir dann auch noch kurz angucken. Und dann, wo habe ich denn mein Fahrrad abgestellt? Da vorne an der Straße, ne? Nee. Ja, Holz. Ach, ich habe ja noch genug Holz. Hier war ich doch schon drin. Oh, Jasmin. Bitte, das hättest du doch wissen müssen. Bitte, Darling. Was hätte ich wissen müssen? Hier hat gerade einer in den Teich gepinkelt. Er ist extra durchgelaufen, damit man denkt, er schwimmt. Ist aber nicht geschwommen, ich hab's gesehen. Und das hätte ich jetzt wissen müssen? Oh, oh. Dass ich da schon drin war, um mich vorzuwarnen. Ich muss jetzt mal in den Teich, aus dem er getrunken hat. Ja. Du weißt, was ich meine. Nee. Ich muss aber erstmal in meiner Hand Platz machen. Das schmeckt nach Zitrone, Jasmin. Das schmeckt fast so wie der gelbe Schnee, der manchmal vom Himmel fällt. Ah, ich essen auch noch? Nee, ne? Ach ja. Lass gut sein, Alter. Ich habe keinen guten Tag heute. Ich will hier einfach nur ganz in Ruhe zu meinem Fahrrad. Geh einfach weiter. Ich habe doch gesagt, ich habe keinen guten Tag. Was hast du jetzt davon? So, dann war ich aber gegenüber auch noch nicht drinne. Also eine Bruchbude, da wird nicht viel zu holen sein, ne? Hier ist noch ein Polizeiauto, aber ich habe keinen Dietrich. Oh, da ist noch ein Rucksack. Ich muss gleich mal was ins Fahrrad schmeißen, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Geil. Ich hole mir jetzt ein bisschen Leben wieder zurück. Ich hole mir mein Leben zurück. Es gibt keine Liebe mehr. Hä? Was? Nix. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Oh, Kartoffelpflanze. Die nehme ich mal mit, ne? Ja. Vielleicht bekomme ich ja auch einen Samen. Die Alarmanlage von der Polizei ist immer noch an. Ja? Mhm. Ich würde gerne mal wissen, ob die Zombies irgendwann auf den Krach nicht mehr getriggert sind. So ist so und so lange an und dann denken die sich so, ah, ist normal, scheiß drauf, kein Bock mehr. Kommt keiner. Ich würde gerne mal so ein Polizeiauto looten. Hier fehlt noch, das solltest du ja eigentlich machen, ne? Der Schuppen ist verschlossen. Ich blick da mal eben rein, ne? Durch diesen Bretterspalt, den ich hier gefunden habe. Ja. Also es war ganz gut, dass der Schuppen zu war. Eins, zwei, drei. Okay. Muss immer mal so ein bisschen hier
gucken, nicht, dass einer von hinten kommt. Hab ich. Und die Zuckerpuppe. Zuckerschnute, Zuckerpuppe. Die alte Maus, Jasmin. Oh, nö, das ist ja hier doppelt und dreifach gesichert. Da muss ich nach Steine suchen. Aber die Alarmanlage geht mir schon dezent auf den Zwirn, ne? Wer hat denn die ausgelöst? Du, glaube ich. Du hast doch das Auto kaputt gemacht, oder nicht? Wolltest du nicht gucken, ob da Munition drin ist oder so? Irgendwie. Ah, mir ist das so, du hättest da was gesagt. Selber schuld, Patrick. Ich glaube, ich habe dich sogar noch gewarnt. So, meinst du, das geht? Meinst du, das ist eine gute Idee? Irgendwie so habe ich das in Erinnerung. So ganz schwammig, ganz schwammig. Mhm. Könnte aber auch sein, dass Patrick der Vollidiot auf diese Idee gekommen ist. Dem traue ich das auch zu. Der ist ja eh doof, ne? Oh, das habe ich mir gedacht. Der ist ja nicht der Hellste, ne? Aber sag ihm das nicht, der ist so sensibel. Ah, und da ist der Hunger wieder da. Verschlossen. Nice. Okay, da ist nichts hinter. Ich habe hier noch einen Shotgun-Messier. Eine Kiste. Und diese hält für mich bereit Tactical Warfare. So. Ja. Da muss ich ein bisschen lernen, was ich gar nicht lernen wollte jetzt. Benzin. Oh, kriegen wir das jetzt hier noch mit runter, du. Da ist ein bisschen viel, da haben wir aber. Oh. Ja, Jasmin, da müssen wir ja mal ein bisschen Platz machen irgendwie. Und, boah. Gib mir das Heilung. Habe ich noch Nahrung mit? Nö, immer noch nicht. Nichts gefunden. So, ich komme dann gleich nach Hause, dann brauche ich mal zwei kleine Honig, ne? Mhm. Ich bin ein ganz kleines bisschen infiziert. Verstehe gar nicht warum, ich habe doch ein Kondom benutzt. So. Vielleicht nochmal ein bisschen von vorne. Wahre Dog. Danga out. Also draußen ist Gefahr, ne? Und hier ist Hundeware drin. Steht hier. Ein bisschen von hier. Bisschen von oben. Ein bisschen mit leise. Ich werde dann aber trotzdem gleich mal am Polizeiauto vorbeifahren und mal gucken, ob die Kriminellen da immer noch rumlungern. Aber vorher muss ich hier noch 1900 Schaden machen. Oha. Ja.
Ja. Hier so ein Reisekoffer. Ja. Mit Aufklebern, in welchen Ländern der schon war. Der war schon in Danger Out und in Ware Dog. Ja, ja. Und in Crossing war er auch schon. Ja, viel rumgekommen, der Koffer hier, ne? Mhm. Kannst du sagen, was du willst, so. Der Koffer hat mehr Länder gesehen als wir. Ja. Okay, so. Naja, als du. So. 700 noch. Und die Axt ist kaputt. Was machen wir da, Jasmin? Heile machen. Habe ich gemacht. So, noch knackige 400. Und dann haben wir es geschafft. 220, 198, 60, 41, 22. So. Oh, was ist das? Mündungsbremse. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Lenkt die antreibenden Gase ab. Und um den Rückschlag zu vermindern. Forge Ahead, das ist natürlich sehr geil. Das brauche ich. Das kann ich nicht mitnehmen. Hab aber noch Luft nach oben. So. Eisenbrechermod. Ja. Kann ich sowas auf meine Billo-Steinaxt hauen? Tatsächlich. Gut, den Bogen kriege ich jetzt nicht mit. Ja, ich gehe lieber runter. Hopp. So, dann wollen wir mal zum Fahrrad. I want to ride my bicycle. Bicycle. Oh, infiziert, 15 überladen, das kann ein bisschen dauern. Da sind auch 10 Meter sehr weit, ne? Komme ich hier noch rüber? Boah, Tatsache. Warte mal, kann ich hier noch irgendwas stacken eigentlich? Nö. Angelehnt hier am Pfosten. Es kann sein, dass das Auto wirklich frei ist, weil hier läuft ein Zombie rum in Hörweite. Wie frei? An dem Polizeiauto ist kein Zombie mehr. Das ist schon wieder abgeschlossen. Die Alarmanlage hat 250 Leben und dann kannst du die auch kaputt schlagen. Da war jetzt aber nicht so wirklich was Geiles drin, dass man sagen würde, jo, das hat sich gelohnt. Naja, gut. Ich mach mich mal auf dem Wege nach Hause. Du bist ja noch zu Hause, ne? Ja. Alter Stubenhocker, du. Hm. Oh. Im Englischen gibt es einen Fachausdruck für dich. Couch Potato. Das heißt Sofakartoffel. Oh, hier ist noch ein Vogelnest. Da wäre ich mal mit dem Fahrrad dahin gefahren. Ich bin so langsam. Oh, 3 sogar. Sieh mal einer an. So, sehr schön. Was können wir noch tun?
zu. Fahre ich jetzt schon links? Ist das der kürzeste oder erst die nächste? Die nächste, ne? Ich glaube hier... Freunde, haben wir hier schon groß gelootet? Nein, mein Fahrrad! Ich habe mein Fahrrad abgestochen. Was hast du? Mein Fahrrad abgestochen. Wie abgestochen? Mit dem Messer. Jetzt habe ich einen Platten, direkt den Reifen. Echt? Ja. So, wunderschön. Das war wunderschön. So. Guten. Ja, ein wunderschön, nicht? Was ist denn hier eingestürzt? Ach so. Ja, nur das Metallding. So, den einmal reparieren. Was habe ich noch? Eigentlich können wir die Jetons ja in die Händlerkiste mit reinpacken, ne? Ja, dann vergessen wir es vielleicht nicht immer. Dasselbe war auch meine Idee dahinter. So, jetzt haben wir schon dreimal Kartoffelsporensamen. So. Das. Aber wo ist es? Hier. Aber eigentlich habe ich genug Platz für die Sachen im Fahrrad. So. Erstmal brauche ich Leder ein. Haben wir noch was für die Kiste? Na sicher. Und das... So, dann kriegen wir da ein bisschen Ordnung rein. Ich habe keine Lumpen mehr. Die habe ich jetzt hier auch weggeschmissen. Plastikmüll hatte ich rausgeschmissen. Hier habe ich noch Klamotten. Was hast denn du für Schuhe? Sag mal, du hast ja keine Eisenstiefel, ne? Hey, aber Stufe 6 sind die. Ich würde dir gleich mal Eisenstiefel geben, dann kannst du gucken, welche besser sind. Ich muss nur einmal schauen, war hier unten noch irgendwas? Eigentlich nur für die Schmiede, das Messing. Messing. Dafür brauchen wir noch Feuerholz. So, das können wir noch mit verkaufen. Die behalten wir logischerweise. Das auch. Das müssen wir noch wegräumen. Die kommen da oben rein und da war wahrscheinlich der Platz voll.
Wo bist du denn? Liebreizende Dame. Ich habe hier was anzubieten. Und zwar... Ach, kann ich da gar kein Geländer machen mehr? Nee, du hast ja eine Leiter hier. Ja, ich wollte da nur nicht reinfallen. Ja, tust du nicht, guck mal. Ich kann rüberlaufen. Ja. Hier, ich habe noch ein bisschen was für dich. Liebreizende Dame, wie gefällt Ihnen das hier? Wenn das nicht spannend genug ist, als Gute-Nacht-Lektüre. Ein Magazin über Medizin. Ein Stufe 4-Speer. Oh, gut. Und wenn die besser sein sollten, kannst du ja mal gucken. Ja, nee, ja, keine Ahnung, guck ich nachher, aber. Ja, alles, du hast ja Zeit, ne? Shamway Sandwich. Oh, tatsächlich, schon wieder alles voll hier. Ja, was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, die Folge ist leider schon zu Ende. Ja, dann würde ich sagen, morgen geht's weiter. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Morgen gehen wir nochmal zum Händler, machen vielleicht nochmal eine Quest, wenn es was gibt, was in der Nähe ist. Holen uns noch ein paar Punkte. Unterwegs nehmen wir noch ein bisschen Holz mit, Stein, was wir noch so brauchen, von dem anzubauen für die Basis. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir sehen uns morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao.